Herzlich willkommen zur 199. Börsenpunk-Ausgabe. Wir starten wie immer mit den Fragen. Wird der Club den Abstieg vermeiden? Na logisch, auf jeden Fall. Wer dagegen setzen will, gerne. Ich setze einen Dollar. Was sagst du zu Berkshire Hathaway? Sensationell. Gibt es einen schönen Aufhänger, nämlich die Hauptversammlung, die vor wenigen Tagen in Omaha stattgefunden hat. Das ist wie eine Wallfahrt oder wie ein Besuch im Fußballstadion. So sieht es ungefähr aus. Abgefahren, oder? Über 40.000 Aktionäre waren auf der HV in Omaha gewesen. Nur in Anführungsstrichen, um dann zu sehen, wie Warren Buffett und Charlie Munger vorne auf der großen Bühne sitzen, tonnenweise Chips und Cola in sich reinstopfen, um dann die Fragen der Aktionäre zu beantworten. Abartig, aber genial. Zur Aktie Berkshire Hathaway. Die Investment Holding hat Beteiligungen, ich möchte es mal so formulieren, an der Creme de la Creme der amerikanischen Wirtschaft. Apple, Chevron, American Express, Coca-Cola und so weiter und so fort. Genial. Die Aktie darf in keinem gut sortierten 80% oder langfristig orientierten Portfolio fehlen. Und wenn ihr sie für euch selber nicht kaufen möchtet, kauft sie zumindest für eure Kinder und lasst sie liegen. So, was sagst du rational? Immer und immer wieder monieren die Analysten, dass rational zu hoch bewertet ist an der Börse. 1 Milliarde Umsatz, Börsenbewertung 7 Milliarden. KGV-Kurs, Gewinnverhältnis 50. Ja, es ist alles richtig, aber gute Unternehmen waren schon immer hoch bewertet an der Börse und werden es auch immer sein. Und rational hat eine ganz hervorragende Marktstellung, was Groß- und Industrieküchen betrifft. Ja, die liefern sogenannte Garautomaten oder Konvektomaten. Das ist genial. Die Firma wächst seit Jahren mit hohen zweistelligen Prozentsätzen. So, und 2023 gibt es zum ersten Mal eine abgespeckte Version für die sogenannten Foodküchen und Foodrestaurants in China. Das ist ein richtig spannender und wachstumsstarker Markt. Und daher erwarte ich mir richtig gute Impulse. Und die Aktie sieht auch immer interessant aus. Was heißt immer interessant? Die Aktie ist für mich immer ein Kauf. Also rational. Ja, warum nicht? Was sagst du zu Nvidia? Nvidia. Wisst ihr, was bei Nvidia wirklich spannend ist oder interessant? Als die Aktie bei 100 Dollar stand, hat kein Hahn nach ihr gekräht. Jetzt bei 300 schreit auf jeden Fall jeder wieder, ach, Nvidia, muss ich Nvidia haben? Grundsätzlich ja. Ist das grundsätzlich? Ja. Warum? Nvidia hat eine richtig, richtig gute Marktposition im Bereich Gaming, ja? Mit ihren Grafikprozessoren. Wow. Punkt 1. Punkt 2 im Bereich Internet der Dinge. Im Bereich selbstfahrende Autos, vernetztes Auto. Ja, wenn ich mir den Deal mit Mercedes anschaue, die teilen sich die Einnahmen in dem Bereich. So weit lehnt sich Mercedes aus dem Fenster, nur um Nvidia an Bord zu haben. Und das wird nicht der letzte Teil sein. So, und jetzt haben wir künstliche Intelligenz. Marktführer im Bereich der künstlichen Intelligenz, das ist ein richtiger Wachstumsbeschleuniger. Apropos Wachstumsbeschleuniger. Nvidia hat eine richtig gute finanzielle Position. Gute Cash-Position, darüber hinaus gute Cashflows. Und die können Sie wieder in Ihre Wachstumsfelder, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, investieren. Also, krachteuer die Aktie. Brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber, ja, was sagst du zu Costco Wholesale? Costco Wholesale ist für mich eine der langweiligsten, aber coolsten Aktien und coolsten Geschäftsmodelle. Ja? Warum? Costco Wholesale ist ein riesengroßer Supermarkt. Du bekommst alles bei denen. Alles. Du bekommst Nahrungsmittel, DVD-Player, Uhren, Autoreifen. 70%, aber Nahrungsmittel. So. Und auf ihre Einkaufspreise, da schmeißen die nur eine ganz geringe Marge drauf. Warum? Du musst Mitglied sein, um bei Costco einkaufen zu können. Ja? Das bedeutet, Costco verdient an den Mitgliedsbeiträgen. Und das lohnt sich. Und die Mitgliederzahlen steigen und steigen. Richtig gutes Geschäftsmodell. Ist übrigens, um nochmal auf die beiden zurückzukommen, ist eine der Lieblingsaktien von Charlie Munger. Ich wüsste nicht, warum sich hier die Performance der Aktie irgendwie verschlechtern sollte in den nächsten Jahren. 80% Portfolio. Ja, was sagst du zu Kellogg's? Kellogg's. Wir sagen ja immer, mit offenen Augen durch die Welt gehen. Die müsste eigentlich jeder kennen, ja? Zum Frühstück oder jetzt die Kiddies, Kellogg's Frosties, Cornflakes und so weiter und so fort. Smacks. Auf jeden Fall, ja. Darüber hinaus haben wir noch die guten Pringles und Käsesnacks und so weiter und so fort. Die letzten Quartalszahlen, ja, waren richtig gut gewesen. Plus 13%. Und Kellogg's hat zum neunten Mal in Folge die Umsatzprognose angehoben. Umsatzprognose. Alles gut, alles korrekt. Auf der anderen Seite, der Gewinn wächst nicht mit. Und schon seit Quartalen.
Das Problem, was ich bei Kellogg zum Beispiel auch sehe, ich finde die Produkte gut, überhaupt keine Frage. Das Problem ist aber nur, Stichwort auch wieder mit offenen Augen durch die Welt, wenn wir Rewe, Edeka und so weiter durch die Gassen schlendern, sehen wir immer mehr Eigenmarken. So denn bedeutet das, Rewe, Edeka, die punkten mit ihren Eigenmarken, die billiger sind und mit Sicherheit auch eine gute Qualität haben. Und in der heutigen Zeit schauen mit Sicherheit sehr viele Konsumenten genau auf die Eigenmarken und auf die Kohle. Bedeutet, sie greifen auf die Eigenmarken von Rewe oder Edeka zurück. Deswegen sind Kellogg's im Moment nicht unbedingt so gut und stark positioniert für die Zukunft. Deswegen die Aktie nur bedingt. Vielleicht die Dividendenrendite, 3,3% ist nett. Aber wenn wir uns mal einen 10-Jahres-Chart von denen ansehen, ist schon bedenklich. Letzte Frage, ich würde mir mehr langfristige oder längere Ausgaben, 20 Minuten wünschen, wie früher, mit stärkeren Analysen und größeren Analysen. Da bist du aber der Einzige, der es sehen will. Niemand sonst. Nachdem wir in der Sendung ja jetzt bereits zwei Unternehmen vorgestellt haben, die für das 80% Portfolio sinnvoll sind, können wir uns jetzt ja ein bisschen auf den spekulativen Charakter wieder konzentrieren. Und hier haben wir uns ein Unternehmen rausgesucht aus dem Sportartikelmarkt. Boah, ein Markt mit wahnsinnigen Wachstumsraten. 2020 Marktvolumen 550 Milliarden Dollar. 2026 700 Milliarden Dollar. Gigantisch. Aber manchmal stellt man sich schon die Frage, laufen, joggen, macht das wirklich Sinn? Wieso laufen Sie? Laufen Sie für den Weltfrieden? Laufen Sie für die Obdachlosen? Laufen Sie für die Rechte der Frauen? Oder für die Umwelt? Oder für die Tierwelt? Der Sportartikelmarkt wird von drei Marken dominiert. Adidas, Nike, Puma, Adidas, Nike. Boah, damn. Die Konsumenten, die haben doch förmlich geschrien und gelächzt nach einer neuen Marke. Hier ist sie. On aus der Schweiz. Ja, wir hatten die Marke schon mal und wir hatten die Firma schon mal in der Sendung. Vor einem Dreivierteljahr ungefähr. Damals hatten wir gesagt, super coole Produkte, aber die Börsenbewertung kracht teuer. Die haben sie mittlerweile aber mit guten Zahlen gerechtfertigt. Aber der Reihe nach. Charakteristisch für diese Schuhe ist die wunderschöne Sohle. Kreiert hat sie dieser Typ hier, ja? Martin Dixon drauf, Olivier Bernhard. Triathlet, hatte Achillessehnenprobleme, hat gemeint, ich brauche jetzt mal einen neuen Laufschuh. Hat also die Schuhe auseinandergeschnitten, Gartenschläuche zerteilt und hat die auf Laufschuhe geklebt. Herausgekommen sind also diese charakteristischen Laufschuhe. Richtig, richtig cool. So, und im Bereich der Laufschuhe zählt On mittlerweile seit 4 Jahren zum wachstumsstärksten Unternehmen weltweit. In Deutschland mittlerweile auf Rang 4, noch vor Marken und Brands wie Brooks oder New Balance. Jetzt werden einige sagen, ja, im Bereich Lauf- und Joggingschuhe sind sie präsent. Mm-mm. Nicht nur. In dem Segment, nochmal, Lauf-Joggingschuhe, harte Sohle, weiche Sohle, mittlere Dämpfung. Richtig cool. Darüber hinaus machen sie sich im Bereich Trailrunning breit. Ja, hier haben wir Konkurrenten wie beispielsweise Salomon. Und sie machen sich breit im Bereich der Bergschuhe. Hier haben wir zum Beispiel Konkurrenten wie Meinl oder La Sportiva. Die Produkte kommen übrigens richtig gut an, weil sie leicht sind. Jetzt können wiederum andere sagen und Kritiker sagen, die charakteristische Sohle, irgendwie ist mal abgenutzt. Abgenutzt in dem Hinblick, dass du sagst, die kann ich nicht mehr sehen. Absolut gerechtfertigt. Hier haben sie aber auch schon weitergedacht, die Jungs um Olivier Bernhard, und haben eine neue Produktkategorie eröffnet, so möchte ich es mal formulieren, mit diesem Teil hier. Ja, eine neue Linie mitentwickelt Roger Federer X-Tennis da, und diese ganze Kiste heißt Roger. Also, hier sind wir im Bereich Lifestyle, Tennissegment, wiederum im Hochpreissegment. Richtig gut und interessant und spannend. Darüber hinaus machen sie sich auch breit im Bereich der Kleidung, also Klamotten, Laufklamotten. Unterhaltet euch doch mal mit Läufern, ja, Joggern. Die stehen auf diese Produkte von On. Hochpreissegment, 180 Euro kostet dieses Teil beispielsweise. Und die kaufen es, weil sie sagen, die Klamotten sind richtig cool. Wenn man jetzt noch mal überlegt, 5% Umsatzanteil 2022 haben die Klamotten beigetragen, ja? 95% die Schuhe. Im Vergleich zu den anderen Firmen wie Nike, Adidas, Puma. Hier haben wir Verhältnisse von 10-30% Klamotten und der Rest Schuhe. Das bedeutet, wir haben hier in dem Preissegment und dem Segment Klamotten noch richtig schönes Wachstumspotenzial. Und jetzt, wenn wir uns einfach mal die Zahlen für 2022 anschauen, wir haben ein Wachstum von 68%. 1,2 Milliarden Umsatz haben sie gemacht, Franken, die Jungs von On. Im Bereich der Bewertung, ich sag On,
komme ich an ein Kursumsatzverhältnis von 6 KGV von 50. Sagst du, boah, Bahnbild, teuer? Ja, nehme ich jetzt Nike dazu und vergleiche das. Nike kommt auf ein Kursumsatzverhältnis von 5 KGV von 35, hat aber lang nicht so ein brachiales Wachstum. Sag ich, okay, On ist eine richtig coole und spannende Wette. Vorsicht, 15.05. Zahlen. Liefern Sie richtig gutes Wachstum, dann kann ich mir vorstellen, da wird die Aktie weiter und weiter laufen. Liefern Sie vielleicht nicht, kaufen wir auf jeden Fall nochmal nach, wenn sie fällt. Die Produkte, glaube ich, werden richtig durchstarten. So, und da ich mich jetzt schon verausgabt habe, werde ich jetzt nochmal ein kleines Highlight setzen und werde die ganzen Schuhe mal ausprobieren.